Hier ist er nicht, der ist woanders gewesen, ist gelogen. Sichtkontakt zu die einen bei Fahrzeug. Der Basis da. Ja. Den kann man angreifen. Er steht gerade so schön. Brawler ist eliminiert. Nein, du gehst nicht raus, du scheiß Schisse. Siehst du, der konnte aussteigen. Was ist trotzdem draufgegangen? So muss das heißt, wenn man einen Panzer zieht, stirbt man im Panzer. Ganz einfach. Es ist hier. Keine Zeit ist es nicht ganz so wichtig, aber im Battlefield ist es wichtig. Da ist was verdammt wichtig. Im Battlefield, wenn du Battlefield spielst, du steigst in den Panzer ein, dann stirbst du im Panzer. Das musst du merken, wenn du Battlefield spielst. Du steigst nicht aus, wenn es plötzlich wird. Außer du kannst den Panzer noch retten. Aber wenn du Panzer nicht retten kannst, steigst du nicht aus. Du stirbst mit dem Panzer in Battlefield. Ja, ich auch noch nie gehört zu. Weil, wenn es schief geht, kann es sein, dass der Gegner den Panzer klaut und dann hat der Gegner den Panzer. Ja, hier geht's ja zum Glück. Es geht hier nicht. Deswegen ist es hier nicht ganz so wichtig, dass du selber aus dem Panzer drin bleibst. Aber wenn du Battlefield jemals einen Panzer hast und aussteigst und der Gegner hat ihn dann, bist du der Gehasste des Teams. Sei da gleich. Ja, muss ich selber wegspringen. Ich hab die Moskito erledigt, die ist ja aber schon wieder eingeholfen. Ist. Und die sagen, wir machen nichts. Das ist übrigens noch der End. Das nochmal, das sind noch mehr, gell? Ja, das Alter. War Fail, Junge. Bin mal wieder irgendwo hängen geblieben. Bin mal wieder hängen geblieben. End ist down, du kannst übrigens bei der Base landen, gell? Ja, ich guck mal hier, ey. Das ist sicher. Munition habe ich noch genug, gell? Ja, warum muss das gleich so viel Schaden machen, oder was? Ich weiß nicht, bist du schon mal mit Hubschrauber gegen den Berg geflogen? Ich glaube, das macht dir auch viel Schaden. Naja, aber da reißt dir nur die Seite irgendwie ab. Da ist nur wenigstens. Sichtkontakt zu feindlichem Lufttransport. Unter uns? Ja. Das ist sauber gestaubt, muss ich sagen. Das ist ein Harry? Ja, das ist glaube ich ein Flak Harry. Harry ist es glaube ich. Mit dem Sanderer, ey. Oh. Wenn uns der jetzt wieder runterdrückt, der Wichser immer anklatt. Ja! Ich hab's gedacht, Junge. Die sind so hohl im Schädel, Junge. Die sind richtig hohl im Schädel. Das ist glaube ich das 15. Mal. Ich werde mir der Dings anhitten. Der Wind nicht, der bewegt sich zu schnell. Sichtkontakt zu feindlichem Transportfahrzeug. Der Storm. Ey, wenn ich sowas immer schon sehe, wenn ich runtergedrückt werde, dann könnte ich kotzen, Junge, echt. Aber er ist ja auch draufgegangen, der Blödmann. Er hat sich ja eigentlich nur mal in die Hose gegangen. Ich kann das reparieren. Achso, übrigens. Ihr wisst aber nicht jetzt, ob dieser Typ jetzt ein Cheater, ob der jetzt ein Terraner war oder sowas, oder ein Wano, der jetzt leider als Cheater bezeichnet hat? Wano. Wagen, ja, dann war es so. Wenn ihr mir sogar den Namen nennt, dann erinnere ich mich sicherlich wieder an den. Sichtkontakt zu Moskito! Sichtkontakt zu Feind! Galaxy steht natürlich jetzt mega geil. Feindlichen Soldat ausgeschaltet. Musst du den jetzt unbedingt verfolgen? Ja, musste ich jetzt verfolgen. Zwei Reaver hinterher, also der wird schon gekillt. Ja, der hat mich schon angehittet. Ja.
Bist du schon angehittet? Oh, das ist Skyguard. Crawler, gell? Vorsicht. Der ist down. Crawler hat 3 Hits bekommen. Wo ist der denn? Könntest du wahrscheinlich killen. Da beim direkt vom Panzer ist das Schilder. Machen du alle? Ist er down? Ne, ich hab nicht getroffen. Nur der Stück gerade. Sichtkontakt zu einem Brawler der TR. Er ist tot. Warte, ich fahr, flieg gleich wieder von dir an. Noch ein Crawler. Gehen wir nach oben, nach oben, nach oben. Zu tief. Ja, ich weiß. Schwere gegnerische Einheit gesichtet. Mal ein bisschen rüberfliegen, wenn ihr laut aufgeschaltet. Ich will nicht kassieren, dass wir so viel Schaden kriegen. Du musst nur mal eine Sekunde ein wenig ruhiger fliegen, dass ich die 6 Schuss rauskrieg. Weißt du, dann treffe ich auch. Ja, Boss, das hat ja gerade keine Möglichkeiten gerade, das war das Problem. Nur mal ganz kurz in den Hover-Modus und dann kannst du wieder beschleunigen. Das reicht ja. Warte mal. Machen wir gleich. Ich wollte erstmal die Panzer, ich habe jetzt mal die Panzer erstmal gekriegt, das war schon mal schön. Aber die Slotty hat, dass die Isomir erobert haben, ist, die waren um Isomir, scheiße, das heißt Mag Rider on Moss. Schon wieder ein Lockdown auf der Fresse, was ist das? Ja, bleib so, ich zähl den, ich treff den. Achtung, in der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Super Arbeit, Leute, einen das ist mal ein schönes Spiel. Den hab ich auch gleich, warte, bleib so. Wenn er stehen bleibt, krieg ich ihn. Komm, du Lutscher. Mach mal einen Platz. Ist ja geil, du hast so viel Munition, oder? Weiß ich, kannst du dich vielleicht. Nee, pass schon, bleib so. Schwere feindliche Einheit gesichtet. Hab ihn. So. Ey, mit dem 15 haben wir die Scheiße. Sauber. Oh, der schafft jetzt so raus. Nicht aufgeben. Noch 55 Sekunden. Du kannst dich von mir verstecken, du scheiß Noob. Muss das sein. Ich schaffe das jetzt die geilsten, die denke ich treff's denn nicht, ey. Oh, jetzt hat's. Ja, es sind Ola. Harry. Und die, warte mal, ich geh mal kurz ein bisschen. Kurz, kann ein bisschen tiefer gehen. Dann treffen uns die Prowler, ich glaube, der. In der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Hab einen feindlichen Sanitäter gesehen! Nice Job! Macht ihr super, Leute! Feindlicher Sanitäter im Einsatz. Komm, dreh dich doch endlich! Ah, geht doch! Wer hat das jetzt eingenommen? German Nightmare oder wer? Ja. Echt? Ja. Kurz Rich Cam, German Nightmare, das ist quasi. Ich werde mir jetzt den Prowler mal stoppen, wenn das bloß einer ist, dann kann ich ihn weggehauen. Also wir fahren hier aus mit Sandor und. Darf ich schießen? Nee, nichts mehr. Der Prowler ist erledigt. Sehr gut. Mein Nemesis Kill. Kannst du nochmal die Strecke fliegen, wo du gerade flogen bist? Da ist nämlich ein Ingenieur, der baut gerade eine Basis, so den kann ich killen, weil der steht gerade so. Schön, aber das ist ein Moskito-Scheiße. Oh, wir haben jetzt einen Prowler. Scheiß, da war noch ein Prowler, der ist bestimmt bei der Base, wo du jetzt meinst. Moskito der Republik im Einsatzgebiet.
Haut der ab? Der haut ab. Wo ist denn Lorenz? Okay. Hat er es überlebt? Der hat es überlebt. Ich weiß nicht, wie du da hochkriegst. Die liegt auf dem Dach, kriegst du die umgedreht? Ich glaub, nee, der liegt nicht auf dem Dach. Ja, wir gehen einfach runter. Der liegt nicht auf dem Dach. Ich hab's überlebt, Alter. Ich hab's überlebt. Ich bin Ingenieur. Ich repariere dich. Oh ja, die muss da reichen, die Muni erstmal. Muni ist voll, die uns gleich liegen. Jetzt sind die Wegpunkte, das ist unser neues Ziel. Da leuchtet es rot. Ja, ich weiß. Wie die Situation aussieht. Feindlicher Transporter gesichtet. Oh, das ist viel. Ah, fuck. Fuck, Alter, da haben sie schon AD alles aufgebaut. End hat auch noch mit drauf geschossen. Diese Lutsche. Sollten sie vielleicht mal als Primärziel erstmal weghauen da, oder was? Ups, das ist verbündete Basis. Eine leichte Einheit wollte gerade auf den Panzer zu, ich fange an ihn zu beschießen, er dreht sich um, hittet mich richtig hart, kommt mir aber viel zu nah und ich messe ihn noch mit 1% Leben weg. Wir werden mal die Base angreifen. Schon wieder ein Prowler? Ich höre einen Prowler? Und da uns aber noch eine Einheit, die da kommt dann? Geiger, ah ne, das ist ein Harrison. Ich bin einmal getroffen. Ja, genau. Das wird wieder so gut wie neu sein. Oh Gott, das überlebt die Scheiße. Wir fliegen jetzt mal hoch die Base an. Da. Dann müssen die Bodenkräfte da wegmachen, diese Base. Da haben wir zu wenig Leben für die ganze Geschichte. Was für ein Flieger seid ihr zwei eigentlich? Im Lippenraider. Na, die fliegen hier in einem Flash mit Flügeln, weißt du doch. Wir haben da so Bettflügel dran gebaut und dann. Und unten den 1000 Footbombe drin. Oh, dieses Transportfahrzeug, wer macht das? Warum macht mir keine Platthelden, Idioten, ey? Feindlicher Transporter gesichtet. Wir stehen da oben im Sperrgebiet und wissen ganz genau, dass wir nichts gegen die unternehmen können. Du bist aber leid, Alter. Sichtkontakt zu feindlichem Fahrzeug. Der war bloß Level 4, der Arme. Oh, der wollte hier gerade eine fette Base aufbauen, der hat wahrscheinlich noch nichts. Der wollte mal testen, wie es geht, und wir killen ihn hier einfach. Kommt so ein Liberator-Arsch vorbei und schießt ihn weg. Ja, das Problem hatte ich doch damals auch. Wieso sollen sie es besser haben, oder was? Eben. Wie du mir so ich dir. Ist da nichts mehr unten? An Hardware? An Nein, ist alles verbündet. Sie noch verbündet Scheiß rumkrebsen. Ja, dann werden wir gleich bestimmt. Lightning gesichtet.
Geigert. Tja, wird halt die ganze Panzerflotte nach vorne reichen. Weißt du, ist so geil, wir haben... Und? Ja? Connection lost. Connected. So, jetzt bin ich wieder da, ey. Scheiße. Hörst du mich? Leider? Hallo? What's up? Warte mal, ich meine Ping. Jetzt hörst du mich ja gut, ja, leider? Ja. Weil ich eben gerade schon wieder weg war. Scheiß Verbindung, ey, ist ein kurz. Und fährt eine Änderung. Ja, aber wie gesagt, das ist doch das Bümchen. Und dieser schwule Wix-Skyguard. Das ist dieser scheiß End von der Base. Feindliches Fahrzeug gesichert. Der End ist, ach, der ist dahinter noch, scheiße. Ja! Den T. Den hab ich, der Typ lebt aber noch. Okay. Der ist jetzt im Geschütz drin, der Striche. Ja, ich krieg da ein paar Ladungen, ist er gleich weg. Das hat unfassbar wenig gemacht, hast du getroffen? Ja, der hat noch ein Reparaturmodul drin. Ja, aber du hast ja gar nicht mal 1% abgezogen. Doch, der war schon, was? Der war schon Balken weg. Du hast ihn auch getroffen. Scheiß Anti-Air wird gerappt da und so. Well, vielleicht rappt er selber, vielleicht rappt er auch selber. Wahrscheinlich, ja. Terminals, so the enemies can't pull any vehicles. Da ist er jetzt eingestiegen. Ich habe ihn zwar jetzt verpasst, aber er ist ja eingestiegen rechtzeitig. Der hat selber repariert, der Wichser. Man, wenn mal drei Vanguards da drauf gehen würden, wenn die Basis in der Sekunde weg. Remember, we have on the east side some vehicle terminals and on the north side, northwestern side, we have some terminals too. Das ist ja nicht bei der Technikanlage so geil. Ja, ich bräuchte Munition. Nachher. Also, 30 Schuss hab ich noch. Scheiß Anti-Air ballert von der Base hierher, ja. Nice job! Oh, Anti-Air Turret ist online. Feindlicher Spion entdeckt! Erwischt! Den Noob schafft es nicht. Also ganz im Ernst, wenn ich immer höre, wenn du jemanden als Noob bezeichnest, der dich gekillt hat, ne? Habe ich immer einen Satz im Hinterkopf. Mich hatte schon so eine gekillt, ich hab ihn gekillt. Guck mal, mach mal Sichtkontakt auf die Base, auf den Spawnpunkt da. Ups. Ich hab noch einen Schuss, gell? Okay. Wieder leer. Auf Inter läuft's auf jeden Fall besser als auf Inter, ne? Scharfschützen sind doch Noobs, sei mal ehrlich. Mhm. Kannst dich tarnen. Guck mal, hier hätte zum Beispiel hätten uns das nichts gebracht. Wenn wir jetzt Inder nicht gehabt hätten, wäre egal, weil wir so lange überlebt hätten, dass wir locker noch 9 ziehen. Was sagtest du gerade über den Scharfschützen? Scharfschütze ist eine Noobklasse einfach. Man kann sich tarnen. Nein. Doch, natürlich. Gar nicht. Sehe ich gar auch nicht. So. Ein Scharfschütze hält nichts aus. Der hält 100 weniger aus. Immer, 100. Immer, das ist ein Schuss, ja. Der kann ein Schuss für ich hätte zum Beispiel gesagt, die Terraner den Schuss raushauen. Nee, ich glaube, die halten noch weniger aus. Die halten, glaube ich, noch weniger aus. Ich habe auf Wiki nachgeschaut. Normaler Soldat hat 500 sein. Ist ja nicht ganz so wichtig. Zum Beispiel beim Scharfschützengewehr. Du musst richtig zielen. Wenn du Full Cloak bist, musst du richtig laufen. Da können Anfänger nicht. Ja, wenn du
diesen Teilcloak hast, ja, und du machst da SMG-Sniper, musst du auch richtig laufen und darfst dich nicht abfarmen lassen. Ja gut, SMG-Sniper, muss ich dazu sagen, ist auch wieder ein bisschen easy, weil du denn... Also ich finde jetzt, Long-Range-Sniper ist schwierig. Auch Long-Range ist sowieso. Auf Kurzer Distanz. Vielleicht, ja, aber... Trotzdem, wenn einer dran steht mit dem Messer irgendwo rumkrebst und sich die ganze Zeit wieder tarnt. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch, diese Dauercloak. Das ist mega noobig. Diese Dauercloak finde ich auch totale Scheiße. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Da gibt es ja mehrere Versionen von den Snipern, das stimmt schon. Naja, die Fullcloak mit dem Messer umherlaufen, ich finde, es erfordert schon ein bisschen Skill, da die Leute im richtigen Moment zu erwischen. Naja, aber die nerven und meist haben sie ja Glück, weil du gar nicht. Du bist gar nicht. Gewusst drauf gefasst bist, sag ich mal, ne? Dass die denn da. Naja, du machst halt eben innerhalb von 1,5 Sekunden 2 Schnitte. Ihr Wichserorne, ihr Wichsers Maul. Achtung, schwere gegnerische Einheit. Ja, wurde er weggehauen, der Idiot. Warte mal ein bisschen auf dem Autorep noch und den greifen wir wieder an. Hast du Vollautorep? Ja. Nein. In 50 Sekunden ist der ein SKE down und dann brauchen wir ihn nur noch ablaufen lassen, die Zeit. Jetzt sagst du da fliegen. Schwere feindliche Einheit gesehen. Deine Moskee. Da freut sich der alte Mann, ha? Ja. Äußerste Wachsamkeit. Spion im Einsatzgebiet. Das geht jetzt offline, das haben wir gleich schon gemacht. Okay, sie sind alle tot. Alex ist scharf jetzt noch am Gebäude rechts. Aber der ist wahrscheinlich irgendwo drin und campt. So, meine Herren, das war die letzte Aktion für heute. Wenn wir ihn nicht mehr finden. Wo wollen wir, wenn du das draufsteht? Da war gerade noch ein Schlafplatz hin, da hab ich reinlaufen sehen. Ja. Fuck. Ja, ist gegen den Pfeiler gefahren. Nimmst du nicht übel bei der Besprechung, bin ich aber jetzt nicht dabei. Ich höre mir das ein bisschen an und dann gehe ich wieder runter in einen anderen Chat. Da habe ich keine Lust. Ja, wo, wenn wir gleich nochmal zusammen spielen wollen, sagt das. User left your channel. Aber komm. Da jetzt. Geht jetzt zu diskutieren und so. Nee. Bitte. Geht jetzt wieder zur Besprechung oder was? Ja, ja. Also ich schwänz mal die Besprechung. Ich habe keine Lust um Diskutiererei und. Ja, ich höre es mir jetzt ein bisschen an und dann. Ich würde schon gern hochgehen. Okay. Angriffseinheit. Wird so ein Lappen, der okay, User disconnected from your channel. Fürs Mitspielen. Das hat jetzt gegen Schluss ziemlich Spaß gemacht. Schöne Arbeit bei Quartzwitch. Sandy? Ja, wer noch ein Outfit sucht, das deutsch sprechende Leute aufnimmt, der kann sich gerne bei uns melden. Wir sind German Nightmare. Auf 25 Sundies muss ich killen, die aufgestellt sind. Wenn wir jetzt auflösen. Thank you for playing with ich. Us. Was very very good until to the end yet now. Quartzwitch was a very nice job. I wish you all perfect. Very much fun. And land immer auf dem Ding, das ist eh gleich, könnte gleich unser Kommentar reparieren. If you search for some action, there is a very big platoon right in front of the warp gate. So, have fun. Die Germanen sind gekommen! Die Germanen, ja, da kann man es auch sehen.
Perfekte Position, da kann ich jeden wegschießen, der rausläuft. Wollen wir mal einen Channel hochgehen oder was? Oh, das ist jetzt ein bisschen blöd. Achtung, in der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Oh, Level 1, oh, das sind wir richtig wenig zu killen. Hör mal. Vielleicht werden wir auch gezogen, ich weiß es aber nicht. Aber wenn er schon als Level 1er Heavy spielt, dann könnte er schon erschossen. Ja. Man spielt als Level 1er Medic oder Engineer. Bis man Level 10 ist, mindestens. Wenn man schon Heavy spielt, hat man es halt anders verdient. Ich geh mal jetzt hoch, kommst du auch mit? User joined your channel. Hallo. Hi. User joined your channel. Wo fängst du hin, Claudio? User joined User your channel. User was moved to 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 your channel. User joined your channel. Oh. Das hat ja so. Schon fast. Das ist ja schon fast WoW-Niveau hier. Bitte, was? WoW? Ja. Du, und heute ist noch ein schlechter Tag. Muss man ja. Mal ganz ehrlich sagen. Heute ist noch ein schlechter Tag. Heute sind nur 17 online. Achso. Ja, gut. Wie gesagt, wir sind 100 Leute im Outfit, 60 sind registriert. Da haben wir auf jeden Fall genug Platz. Jo, also ich würde sagen, dann fange ich mal an. Das, von meiner Seite her positiv war jetzt der Schluss. Das habe ich nicht viel daran zu meckern. Schön gut gemacht, bei den Punkten hingegangen, auch wenn man es ein paar Mal ansagen musste und so weiter.